Ich sitze jetzt hier mit unserer bayerischen Band der Woche, Lenzi und die Burm. Servus miteinander. Servus. Wer ist denn eigentlich der Lenzi und wer sind die Burm? Also, ihr seht es da, meine Burm. Ich bin der Lenzi. Das ist sind die Burm. Das sind die Burm, genau. Lass uns mal ein bisschen über eure Musik reden. Mich erinnert das Ganze oft ein bisschen so an, jetzt seid ihr mir nicht böse, STS, Friedel Fesel, Wolfgang Ambros. Und ich mag sowas sau gern, weil mich erinnert das an ja, so meine Kindheit ein bisschen. Meine Eltern haben sowas gehört. Wie großen Einfluss haben solche Künstler auf euch gehabt? Also mit Sicherheit einigen, weil wir waren früher das Jahr früh mit denen unterwegs, auf Tour und so, damals, wo die so berühmt geworden sind gerade. Da haben wir früh mit denen gemacht und also ich, also mir geht so, ich hier alles, was musikmäßig gibt. Alles von Volksmusik bis, ja genau, vor allem. Und mich freut es, wenn man das aussieht. Und ich darf ihn auch wirklich wahnsinnig gerne mal treffen und vielleicht schaut er das an. Und ich darf gerne mal mit ihnen einen Kaffee trinken oder so. Also die. Ihr seid ja gesigned auf dem Label von Stefan Dettel von Labras Banda. Mhm. Wie kamt ihr denn mit dem in Kontakt überhaupt? Ich hab, der hat halt in München studiert, ich war in Innsbruck. Man trifft sich halt dann irgendwie. Und ich war mit Lenzi mal in seinem Studio unten, da war so eine Party. Und dann ist eigentlich das Ganze losgegangen. Weil wir haben ja damals mit Bavarobeat irgendwie so ein bisschen angefangen, so zum Spaß. Und dann waren wir halt da mal und dann ist der Weg so gelaufen, wie er jetzt ist. Er ist ja schon eine sehr zentrale Szene, ja, Person in der bayerischen Szene, sagen wir mal. Wie schätzt ihr das ein? Welche Rolle spielt er so in diesem ganzen neuen, in der neuen bayerischen Musik, sagen wir mal? Ich glaube, eine ziemlich große. Der hat, also es hat schon, glaube ich, andere Bands auch gegeben, die wo so angefangen haben, dass sie in die Richtung so gehen, mit Borisch Singer und so. Aber der hat das jetzt wirklich ziemlich groß gemacht eigentlich. Er hat halt einfach dir aufgemacht für alle. War schon so ein kleiner Wegbereiter gleich für ganz viele Bands jetzt. Ja, aber ihr habt es gerade gesagt, er hat eine Tür geöffnet. Also da ist richtig ein Trend auch in Richtung wieder mundartliche Texte. Könnt ihr euch erklären, woher das kommt, dass sowas wieder so beliebt ist? Man sieht es ja auch schon, dass viel mehr Lederhosen wieder auf die Volksfestel unterwegs sind. Ja, also auf allen Ebenen, nicht nur musikalisch. Früher hat man sich ja fast blöd anschauen müssen oder lassen müssen, wenn man bei uns in Rosenheim auf dem Herbst mit der Lederhosen war. Und jetzt ist es eigentlich andersrum, weil alle, manchmal sind es ein bisschen kitschige Sachen, mag auch sein, aber es ist zumindest echt zum Sehen, dass eigentlich auf so Festl alle wieder in Tracht unterwegs sind. Und ich glaube, das ist generell so ein Weg wieder ein bisschen zurück, weil wo soll denn die moderne Musik noch hinführen? Jetzt ist ja nur noch Bums, Bums. Und ja, wir finden das cool. Ich glaube, dass eigentlich, ja, als Bayer, dass man da jetzt im Moment immer stolzer wird quasi. Quasi man zieht wieder viel mehr die Lederhosen an und bla bla bla. Und ich glaube einfach, da kommt einfach richtig so das stolze Heimatgefühl ein bisschen wieder heraus, gell. Also es schauen sich nicht mehr welche, dass man jetzt die Lederhosen als Bayer an, sondern man zirkt sie da. Die Seppelhose. Ja, mir nicht, aber gibt es ja genug, die das halt auch gemacht haben, gell. Also ihr würdet zum Beispiel nicht in Lederhosen auftreten? Ja, sicher. Schon? Also von dem her gar kein Problem, aber deswegen glaube ich auch, dass einfach auch gar kein Problem ist, dass man eben Borisch singt. Und das hat halt eben der Stefan noch einmal mit Labras Banda eben noch einmal angefangen. Und das hat es halt davor nicht gegeben und deswegen hat das halt, glaube ich, dann mit dem Sound halt auch so brutal eingeschlagen, gell. Ist das alles vielleicht auch mehr ein Phänomen fürs Land als auch eure Musik? Oder glaubt ihr, dass ihr mit eurem Sound jetzt auch in der Großstadt ankommen könnt? Also ich persönlich glaube, ich habe keine so bestimmte Zielgruppen, wo ich mir vorstellen konnte, dass man unbedingt als extrem erfolgreich dastehen möchte. Sondern das Schönste finde ich ist eigentlich, dass wenn wir wo gespielt haben, dass nicht nur junge Leute da waren, sondern auch Omas und Opas, die dann stehen geblieben sind und mit den Kindern. Und wenn dann das bei einem Alarm im Nasenbahn kommt, da haben wir mal ein Konzert gehabt, da haben in der ersten Reihe die Kinder eine halbe Stunde lang gelacht, weil sie sich nicht mehr gekriegt haben, weil der singt Nasenbahn. So was ist nett. Und wir machen es ohne irgendeinen Zwang, dass da jetzt unbedingt was geben muss, sondern es ist auch schön, wie das jetzt so dahin treibt. Und wir müssen nicht schauen, dass hoffentlich ist jetzt da, sondern es ist halt einfach so, wie es daherkommt, so machen wir es. Und momentan ist es ganz bärig so. Danke fürs Gespräch, cool, dass ihr da wart. Unsere bayerische Band der Woche, Lenzi und die Burm.